Also das UTEX-Forum als Format haben wir uns quasi überlegt, weil eigentlich bei vielen Formaten, vielen Veranstaltungen, die auch von den diversen Anbietern gemacht werden, vorrangig immer das Technische so im Vordergrund steht. Also was sind aktuelle Rechtsprechung, Gesetzesänderungen und eigentlich die praktische Umsetzung in den Unternehmen oftmals zu kurz kommt. Und daher war die Idee des UTEX-Forums, so wie wir es auch leben wollen, den Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, wie man bestimmte Themen angeht, welche Projekte, dass man starten muss, wie man das macht und einen Austausch zu ermöglichen, um auch gegenseitige Erfahrungen quasi sich kundzutun und auch zu sagen, okay, wie machen wir das, wie macht ihr das? Die Arbeit in einer Konzernsteuerabteilung ist sicherlich auch mit klassischen Themen schon sehr herausfordernd, sei es Betriebsprüfungen, sei es Änderungen im Geschäftsmodell. Und neuerdings kommt hinzu, dass Mitarbeitende in einer Konzernsteuerabteilung auch nicht mehr nur bloßes technisches, inhaltliches Wissen mitbringen sollen, sondern auch organisatorisches Handwerk verstehen müssen, abteilungsübergreifendes Wissen mitbringen müssen und auch sehr viel technisches Know-how schon mitbringen müssen. Wir sehen uns also konfrontiert mit einer Vielzahl von disruptiven Änderungen, sei es jetzt im Markt als solches, weil Lieferkettenengpässe bestehen aufgrund politischer Dimensionen und Entwicklungen, aber auch aufgrund der Regulatorik. Da sehe ich sehr viele Herausforderungen auf Konzernsteuerabteilungen und die Mitarbeitenden, die dort zukommen, in der Umsetzung beispielsweise von Pillar 2, ESG-Themen im Bereich der Umsatzsteuer, wird der Aufgabenbereich viel komplexer und viel herausfordernder. Man muss da wirklich am Zahn der Zeit sozusagen bleiben, um diese Herausforderungen auch, um diesen auch richtig begegnen zu können. Ich glaube, das Thema Pillar 2 passt in so ein Forum eigentlich perfekt, weil es quasi das größte Steuerprojekt des Jahres ist, würde ich jetzt sagen, aus eigener Erfahrung. Vielleicht ist das vielen Unternehmen noch nicht so bewusst, aber innerhalb eines Jahres muss jetzt quasi ein komplett neues Regelwerk, eine neue Steuerrechnung implementiert werden. Und gerade in der Praxis sieht man dann, mit wie vielen Fragestellungen das Ganze verbunden ist. Beispielsweise, es fängt schon beim Startpunkt an, dem IFRS-Einzelabschluss, der bei den meisten Unternehmen nicht vorliegt. Wie weit sind wir als OMV? Also auch wir sind noch nicht fertig und sind gerade dabei, mitten in dieses Projekt zu starten. Aber ich glaube trotzdem, dass sich schon zu diesem Zeitpunkt so ein Forum super eignet, um Erfahrungen auszutauschen und irgendwie gerade auch mit anderen Unternehmensvertretern in den Austausch zu treten, weil jeder mit denselben Problemen zu kämpfen hat.